früher kehrt die Jungen außer vom Bett, da ja kein Blödsinn nicht einfällt. Morgens um 6 ist die Welt noch in Ordnung. Mein Freund, der Sepp, und ich fahren vom Saufahren direkt zur Ache für ein gutes Frühstück. Und die Gelegenheit, die nutzen wir aber gleich zur Morgenbesprechung. Über die Ulme, über die Ulme, über die Ulme, Girl, da führt der Weg zu mir. Und am Fenster, hey, da liegt der Schlüssel. Madel, wann sei die will? Du schaust halt so ausgeschlafen aus, was ist denn? Ja, wir haben heute Corona-Alarm gehabt. Simschläfer, weißt du, kennst du? Bei uns die aber in der Nacht besuchen. Und jetzt ist die Paarungszeit nach einem Mars, das hat einer Keuchhusten oder Covid-19. Weil dann fängt er mit seinem Paarungsruf an, weil dann ist der hingegangen die halbe Nacht so. Aber ja, so, Wahnsinn, Herr. Bis ich nicht dann das Geschirrtüchchen einmal aufgeschmissen habe. Ja, heute haben wir gerade den Schweinetrieb, wie wir sagen. Unsere Ferkel sind 10 Wochen alt, die kommen zu unserem Partnerbetrieb. Und da geht es immer recht lustig zu. Wir können zum Schweinegehege nicht hinfahren. Wir müssen die runtertreiben in den Stall, damit wir sie dann aufladen können zum Spitzbad Dominik nach Laakirchen. Und dort werden sie dann weitergefordert. Unsere brauchen ja recht lang, bis sie 100 Kilo erreichen, also bis zu einem Jahr, im Gegenzug zu modernen Rassen, wo sie in der Regel in 3 Monaten 100 Kilo haben. Und für das sind ja bei uns auf der Alm auch die Jasmin und der Sebastian zuständig, die was unsere Gäste herum unsere Produkte auftischen. Ich habe Gastronomie gelernt und es ist einfach etwas, was mir Spaß macht, besonders da herum. Ich bin Quereinsteiger als Partner von ihr und natürlich haben wir das vorher gewusst. Und das war einer der Hauptgründe, dass wir uns für die Au entschieden haben. Weil uns einfach ganz wichtig ist, dass wir die Produkte, die wir herum haben, dass die hochqualitativ sind, dass einfach alles, was mit den Viechern zu tun hat, dass das sauber abläuft, dass die artgerecht gehalten werden, dass da nicht zu viel eingriffen wird, dass wir einfach höchste Qualität da ausgeben können. Wir wollen halt einfach in die Richtung gehen, dass wir die Struktur erhalten, wie es bei uns da ist. Und in Schweden ist es recht lustig. Es gibt jetzt immer mehr, die was umdenken, meistens so Pärchen ab 40, die sich wieder kleine Landwirtschaften kaufen und schauen, dass sie für die eigene Familie was produzieren können. Wir aus Österreich bringen die Wärme nach Schweden und wir holen uns die Energie von der Sonne und wir brauchen kein Holz verbrennen. Ja, zu unserem Elias, der ist ein begnadeter Erfinder und wohnt im gleichen Ort wie ich, auch schon sein ganzes Leben. Und hat da, glaube ich, jetzt mit der Geschichte, was er mit den Infrarotheizungen macht, so nicht nur jetzt ein geniales Teil gemacht, sondern auch ein bisschen was, was sein Wohnort widerspiegelt. Wir sind ja nicht gerade gesegnet von Sonnenschein in der GV. Und der Elias ist einer, der gesagt hat, wenn die Sonne schon bei uns nicht am Himmel steht, dann bringt das zu uns ins Haus. Ja, da sehen wir den kleinsten Heizkörper, was wir entwickelt haben. Und da sieht man eigentlich ganz genau, es ist nur diese Glasscheibe, ESG-Glas, Einscheiben-Sicherheitsglas. Gleiche Glaseigenschaften wie die Seitenscheibe vom Auto. Ja, die Glasplatte selbst, die kaufen wir genauso zu. Aber die Erfindung ist dann, indem dass wir dann diese Glasplatten in dieser Anlage beschichten dann. Das heißt, da kommt ein Schichtverbund drauf. Ja, und das Ganze wird mit dem Glas verschmolzen. Und da ist auch diese Heizschicht oben. Ja, da ist kein Draht mehr drinnen, sondern das ist eine Schicht, da wird die ganze Fläche warm sofort, nicht mehr vom Draht, dass der Draht dann die Wärme nach außen strömen muss, sondern die ganze Fläche strahlt sofort nach außen. Das zum Beispiel, der Heizkörper ist ca. für 20 bis 24 Quadratmeter Wohnfläche. Und vor allem, was ganz wichtig ist, auch diese Strahlung, was der Heizkörper hergibt, das ist das gleiche Wellenlängenspektrum, als wie von der Sonne runterkommt. Das ist eine sehr, sehr natürliche Strahlung. Ja. Und das haben wir gesagt, wollen wir natürlich in Schweden umnutzen. Der Winter ist kalt, der Winter ist lang und jetzt haben wir die Sonne vom Elias in unserem schwedischen Haus. Und das ist jetzt seine ganze Heizung, was er für sein Wohnhaus benötigt. Die kleinen Sonnen für Schweden. Ein bisschen gefährlich zum Transportieren sind sie. Überall steht vor sich Glas drauf. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die einbauen, aber irgendwie wird es schon gehen. Dreikantspikes.
In Österreich verboten, in Schweden lebensnotwendig. Darum hauen wir es gleich als erstes auf den Hänger. Ja, jetzt kommt das, was wir dann oben als erstes brauchen. Unsere Schalungstafeln, damit wir die Fundamente betonieren können und ein bisschen reparieren. Jetzt kommen die Betoneisen dran. Die brauchen wir dann als Bewährung für unser Fundament. Jetzt das Wichtigste, der Michi ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe mir gedacht, dass ich nicht fahrt wieder rum, habe ich gleich ein paar Langlauf-Ski gekauft und das ganze Zubehör. Im Hänger war noch Luft nach oben. Jawohl. Aber hilft nicht, wir müssen zurück auf die Alm. Die Gäste haben Hunger und brauchen eine neue Kuppel. Jetzt ist ja bald der August und der August bedeutet Männerbesuch. Vor die unsere zwei Böcke, die was ihr eh schon kennt. Und die werden dann aufgeteilt in zwei Gruppen, wo jeweils ein Bock dazu darf, weil natürlich sonst eine Verwandtschaft da war. Und dann wird es wieder auch wert. Und bevor der Aramis und der Balthasar nachher zu den Damen gingen, tragen sie natürlich ein ganz spezielles Parfum auf. Und das war noch, wie es wir nennen, Balthasar vom Main. Ja, da haben wir jetzt den Dodge 1500 Ram Laramie mit der höchsten Ausstattung und mit dem geilsten Motor, was es gibt. Das ist ein V8 5,7 Liter Hemi mit Zylinderreihenabschaltung und 420 PS. Mein Jugendtraum schon gewesen. Gott sei Dank habe ich mir vor ein paar Jahren erfüllen können. Und jetzt nehmen wir mit nach Norden, wo er eigentlich gut hinpasst. Ein weites Land, weite Strecken, nicht schneller wie 100 km/h. Genau für das ist das Auto geschaffen. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch bis zum nächsten Mal. Wie seh's, nächster Gang. Und am Fenster, hey, da liegt der Schlüssel. Madel, wann sei die Wir, nur ein wenig zu mir.